die haben mal irgendwo gesehen, wie die Grenze wirklich funktioniert. Das hat denen ganz gut gefallen. Jetzt spielen die hier Grenzbeamte. Es wird grüner für unsere Greta-Versteher. Das heißt zumindest, dass hier mehr CO2 ist. Aber ja, hier wird schon irgendwer wissen, was hier irgendwer tut. Ist das hier eine komplizierte Scheiße? Natürlich jetzt nicht so Autobahn geradeaus, das ist klar, ne? Aber landschaftlich bestimmt gut. Vor allem haben wir auch einen schönen Platz hier in der ersten Reihe. Gemütlicher Ledersessel, lässt sich aushalten. Halt nur so ein Maskenmonster neben mir, aber wir arbeiten daran, der kann hier vielleicht noch auspicken. Bis Mendoza und 5 Stunden Fahrt. Warum genau wegen sowas hier? Kann man das erkennen, was hier in der Serpentina hochgeht? Rechts, links, rechts, links, rechts. Bis oben hin. Ja, hier fährst du mal gespannt 20 km/h und aus der Kurve. Da stehen wir ja blöd im Weg rum. Das sind andere Leute. Warum wir jetzt hier nicht durchgehen dürfen, ist dann die nächste Frage. Aber ja, hier wird schon irgendwer wissen, was hier irgendwer tut. Oh, bewegt sich jemand. Ich bin übrigens tierisch begeistert, die ganzen Wertsachen da am Bus zu lassen. Also, nachdem wir ja heute noch gar nicht gewartet haben, warten wir jetzt diesmal an so einer Zollleuchte. Hätte gerne mal den Sinn verstanden, dass das bei der Tasche piepen wird. Was? Schlüssel? Schlüssel von? Haus. In welchem Haus? Unser. Wie kam der überhaupt rein ohne Schlüssel? Ja, da. Da hat er bestimmt schon ein paar Mal geschrieben. Wieso fällt ihm das nicht vorher auf? Okay, geil, so ist das Thema warten. Erstmal Schlüssel vom Airbnb abgezogen. Ja, dass das jetzt hier piepen wird, ist relativ klar. Bei der Tasche. Aber nichts zum Tasche durchleuchten. Will er die dann hier alle auspacken, 55 Leuten? Das wird mal interessant. Also wir beide, wir durften jetzt durchgehen.
dann doch sowas wie eine Stichprobenkontrolle und wir sehen nicht gefährlich aus. Hauptsache Ewigkeiten hier rumgestanden wie ein Blöder. Und hier schon wieder. Mann, ey, jetzt reicht mir aber auch. Jetzt soll auch Feierabend sein. Das war schon die argentinische Seite. Und nicht wie befürchtet, erst Chile vor Argentinien. Jetzt können wir auch durchfahren. Soll sich noch mal einer wundern, warum das hier 8 Stunden Gurke ist. Für 250 Kilometer. Was sagt der deutsche Qualitätsbeamte zu der Effizienz? Dass ich erstmal die Dame durchlassen muss. So eine Sekunde. Also, fantastisch. Ich sehe das Kenngerät am Ende bei der Endkontrolle. Und dann ziehe ich schon die Uhr und das Portemonnaie und alles, was sonst Metall haben kann, aus. Die Leute packen zielgerichtet ihr sonstiges Gepäck, marschieren mit durch bei jedem Pieps und dann anschließend heißt es einfach weitergehen. Ja. Das hab ich dir gesagt, es wird hier alles spontan entschieden. Da wird nichts vorbereitet, wie wir erstmal Taschen lernen. Ich habe eine neue Theorie, Cargo-Kult. Kennt ihr Cargo-Kult? Im Zweiten Weltkrieg sind Amerikaner auf den Pazifischen Inseln gelandet, da wo die noch total indigen und Urbevölkerung war, haben da gelandet, um irgendwelche Flugzeuge umzubeladen und aufzutanken. Haben sie denen immer irgendwas zum Spielen mitgebracht oder Geschenke, dann sind sie nach dem Krieg halt weg. Und 20, 30 Jahre später kamen Forscher zu denselben Inseln und haben gesehen, dass eben diese Indianer jetzt alles nachgebaut haben. Eine Landebahn und so Flugzeuge aus Stroh und die Ausrüstung und die Helme und all sowas. Und haben dann da immer so Flugzeug gespielt, weil sie dachten, dass sie von den Göttern dann wieder Geschenke kriegen. Das ist Cargo-Kult, erklärt auch viel über Pyramiden, Antike und so weiter. Und genau das ist mein Gefühl, wie die hier ihre Grenze organisiert haben. Die haben mal irgendwo gesehen, wie die Grenze wirklich funktioniert. Das hat denen ganz gut gefallen. Und jetzt spielen die hier Grenzbeamte. In etwa so, wie die deutsche Bundeswehr Militär spielt. Ne? Ist es ineffizient, es bringt nichts, aber es macht denen einfach Spaß. Und deswegen stehen die ja auf, lassen uns überall warten, sehen wichtig aus und machen so ein bisschen Scharade. Das ist ja interessantes Erlebnis. Ne? Aber damit reicht es mir auch. Oh, wir fahren. Gucken, wie viele wir vergessen haben draußen. Das klären wir dann nachher. Dafür haben wir einen Schlüssel zu viel. Ach, so viele fehlen gar nicht. Da hinten nur eine Reihe. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil wir von da gerade kommen aus der Richtung. Wir haben nämlich die Brücke gemerkt. Vielleicht kann man da noch mal einmal im Kreis fahren, dann noch mal die Zollkontrolle machen. Das ist eine gute Idee, haben wir eh Zeit über. Also dann alle zusammen zurück nach Chile. Juhu! Was ist denn das hier für Iglus? Gletscher beobachten, machen sie wohl schon was länger. Hier ist nämlich keiner. Das ist ja auch ganz nett, diese alte Eisenbahn mit einem verfallenen Kühl und dann hier in die unendlichen Weiten. Nimm das mal Klimawandel. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier beginnt jetzt wieder mal der Wald. Lange keine Bäume mehr gesehen. Es wird alles grüner. Für unsere Greta-Versteher, das heißt übrigens, dass hier mehr CO2 ist. Mehr. Jo, ich denke, so 2 Stunden brauchen wir noch. Und da ist es. Hier an der linken Seite sind die Türme von Mendoza. Sag ich mich, wo sind denn hier die scheiß Weinberge? Hängt das bei der Weingegend? Kein Weinberg gesehen. Naja. Also wenn dann der Wein so trocken ist wie die Gegend hier mit dem ganzen Gestrüpp, dann Prost Mahlzeit. Letzte Meter. 33 Grad in Cordoba und Weinfelder haben wir auch schon gesehen. Genau, nicht so wirklich Weinberger, aber als Weinfelder lassen wir da durchgehen.
30 Grad. Ja, also allenfalls immer noch 5 Grad weniger als in Paraguay. Sieht aus wie Mendoza, ist Mendoza. Wir sind wieder in der Zivilisation. Außenrum die Berge, das ist ganz nett. Mal schauen, was es zu bieten hat.